Als Unternehmer, glaube ich, braucht es immer auch ein bisschen Passion und Spaß an der Sache und das Geld verdienen. Also klar, man will nicht Geld verlieren, aber das Geld verdienen ist bei mir vielleicht oft eher erst an zweiter oder dritter Stelle. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance in Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Flowcast. Heute bei uns der Gründer des Onlinehändlers Blog.ch. Das ist aber nicht das einzige Unternehmen, wo er mit dabei ist. Über das sprechen wir aber unter anderem. Herzlich willkommen hier in der Sendung, Roland Blag. Hallo. Roland, die erste Frage hier ist ja immer von 1 bis 10. In diesem Moment, wie fest im Flow bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 11. 11, das ist gut. Ist es immer so? Ja, meistens, aber im Moment noch tatsächlich ein bisschen besser als sonst. Was bringt dich dann auf so ein hohes Level? Ja, letzte Woche war ja der lange Jahre erwartete Entscheid vom Bundesgericht, dass wir jetzt endlich bauen dürfen oder anbauen dürfen und unsere Logistik ausbauen können. Da haben wir sehr lange drauf gewartet und das war für mich wirklich ein Befreiungsschlag. Okay, du baust schon wieder ein neues und noch größeres Logistikzentrum, als du schon hast. In dem Fall. Ja, also nicht ein neues, sondern das Bestehende, da bauen wir an, eben um zu erweitern. Okay, über das interessante Logistikzentrum sprechen wir gleich. Was bringt dich sonst noch so im Flow, außer natürlich gute Jahreszahlen, nehme ich an? Ja, also ich glaube, ich bin nicht der Verwalter, sondern ich bin jemand, der gerne Abwechslung hat und gerne, ich sage jetzt, auch gerne Unmögliches möglich macht. Und von dem her, so die grossen Herausforderungen, die motivieren mich. Wie hast du deinen Flow für dich entdeckt? Das ist so immer die Frage, ja, ich will auch im Flow sein, ich will das machen, was ich gerne tue. Aber wie finde ich das überhaupt? Dieses Rezept, gibt es da eins? Ja, also ich glaube, das ist für jeden ein anderes. Jetzt bei mir war es so, ich war ja schon sehr früh selbstständig und habe auch immer versucht, auch andere so ein bisschen zu beobachten, was sie machen, wie sie es machen. Und ich glaube, ich habe zum Glück relativ so gute Sensorik, auch wenn es eben zu viel wird, dass ich es nicht übertreibe. Und trotzdem irgendwie so das Interesse eben am Neuen. Und ich glaube, das ist für mich noch eine gute Mischung, weil ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre im Geschäft und ich habe immer noch Freude wie am ersten Tag. Und ich glaube, das ist etwas, das schätze ich für mich sehr, weil viele, die sagen nach einigen Jahren und so, sie sind ausgebrannt, haben keine Lust mehr und ich kann das von mir zum Glück nicht behaupten. Wie hast du da den Ausgleich gefunden? War das auch schon immer so oder musstest du das lernen? Nee, ich musste das schon lernen. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja während dem Studium gegründet und dann am Anfang studiert tagsüber und nachtsüber gearbeitet. Und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, dann bringe ich meine Projekte viel, viel schneller vorwärts, weil ich ja dann viel mehr Zeit habe. Und dann habe ich aber relativ bald gemerkt, 16 Stunden am Tag auf dem gleichen Stuhl sitzen, irgendwie, das macht nicht so Spaß. Und da musste ich lernen, eben, dass auch ein bisschen Abwechslung eben schon wichtig ist. Und ja, das war ein Learning, einfach, dass man ein bisschen Abwechslung braucht, glaube ich, im Leben. Oder ich ein bisschen Abwechslung brauche und nicht immer nur das Gleiche tun kann. Du hast es gesagt, 25 Jahre bist du dabei. Schauen wir etwas zurück. Wie war der Roland Brack so als Kind, Jugendlicher? Hattest du schon immer diese unternehmerische Ader? Ja, ich glaube schon. Also,
So ein Händler-Gen hatte ich immer schon in mir. Und auch ein Flair fürs Technische. Also schon als Kind hatte ich Freude an Legos, an Fischertechnik, an ferngesteuerten Modellautos und Flugzeugen und Helikoptern. Und eben schon da war eigentlich so die Faszination an der Technik war groß. Und schon so im Hobby mit den Modellbausachen, wenn ich jeweils einkaufen ging, dann habe ich ein bisschen mehr Benzin gekauft, als ich gebraucht hätte für mich. Und dann sind Kollegen zu mir gekommen und haben das dann abgenommen und so. Und irgendwie hatte ich daran schon da immer Freude. Und deshalb so das Gehen des Händlers, das war immer schon in mir. Und dann hast du mit 22 die Einzelfirma noch zu dieser Zeit gegründet. Die hieß, glaube ich, Brack Consulting. Ja, oder? Genau. Richtig. Ja, weil es eine Einzelfirma war, musste der Familienname ja drin sein. Und weil ich aber eigentlich nicht so wirklich einen Plan hatte, habe ich gedacht, ja, Consulting, da kann man alles machen. Und es war auch eine interessante Geschichte, weil die Firma ist ja nicht als Online-Händler geboren. Online-Handel gab es noch nicht, Internet auch nicht. Die Geschichte war eigentlich, dass im Studium haben wir für die Hochschule haben wir viele Bücher gebraucht. Und damals gab es noch eine Buchpreisbindung. Und dann hatte ich die Idee, dass wenn wir die ganzen Bestellungen von allen Klassen poolen, dass wir dann bessere Konditionen kriegen und eigentlich so eine Win-Win-Situation gibt. Die Studenten kommen günstiger an die Bücher und ich kann diese Bücher auch gerade liefern. Und weil man einen Handelsregistereintrag brauchte dafür, habe ich dann diese Firma gegründet, eigentlich wegen Büchern. Das IT- und Computergeschäft, das lief da aber schon nebenbei ganz gut. Also da hast du Computer zusammengebaut, noch nicht verkauft, oder? Ja. Und dann hast du da eigentlich Business mit den Büchern gemacht für Studenten? Ja, genau. Okay, das ist eine coole Geschichte. Hast du da schon Geld verdient? Ja. Ich glaube, ich wusste es selber nicht so ganz genau, weil mit Reporting-Systemen und so, das war, ja, am Anfang war das natürlich sehr handgestrickt. Aber ja, ich denke schon, weil irgendwie, ich habe ja eigentlich wirklich mit nichts angefangen und einfach immer das, was ich verdient habe, gerade wieder investiert in neue Produkte und so. Und das Witzige ist, du hast gestartet, habe ich irgendwo gelesen, im Dachstock. Ja, genau. Man meint ja immer, die Geschichten kommen aus der Garage, aber du hast gerade zu oberst angefangen. Ja. ja, damit die Flughöhe gerade schon mal stimmt. Genau. Nee, aber die Wahrheit ist natürlich, die Garage habe ich auch gebraucht. Das Lager. Die schweren Drucker und Bildschirme, damals waren die Bildschirme ja noch nicht so flach und ein bisschen schwerer, die wollte ich nicht hochtragen, die waren dann in der Garage. Was hat denn deine Familie dazu gesagt, deine Eltern, waren die da begeistert über deine Aktivitäten? Ja, das kann man sich vorstellen. Die waren natürlich sehr begeistert. Ja, das war schon natürlich schwierig, wenn man so in einem privaten Haus, da kommen LKWs, laden Paletten ab. Ich bin in der Schule und die Mutter muss da Paletten annehmen und irgendwie, das war natürlich oft nicht einfach. Ja. Aber waren die Eltern auch schon hatten die schon ein Unternehmen oder hast du dir das alles selber beigebracht? Nee, das war, meine Eltern waren wirklich so die klassischen Arbeitstypen. Der Großvater, die Großeltern, die waren selbstständige Bauern. Und die Eltern waren so die Generation, wo eigentlich der Traum war, einen guten Job zu kriegen, einen sicheren und dann da möglichst bis zur Pensionierung arbeiten zu können. Und das war eigentlich so ihr Traum und ihr Wunsch für mich auch. Und ich glaube, das war für sie nicht so einfach zu sehen, dass ich da irgendwie ganz andere Ideen habe. Aber ja, ich, ich,
ich glaube, ich war auch nicht das einfachste Kind. Ich hatte immer schon so ein bisschen meine eigenen Ideen und da wussten sie wahrscheinlich auch, dass es nicht viel hilft, mir da reinzureden und haben mich dann halt irgendwie machen lassen. Das ist interessant, finde ich jetzt. Du hast es so, du sagst, du hattest so dein Ding, du hast es einfach durchgezogen. Glaubst du, man muss auch so ein Typ sein, wenn man erfolgreich sein will, ein Unternehmen aufbauen? Oder kann man das, ich glaube ja in den 90er, da gab es vielleicht nicht so viele Online-Möglichkeiten wie YouTube oder wo man solche Sendungen konsumieren kann und kostenlos deine Geschichte hören und vielleicht auch abschauen kann. Da musstest du ja, das war ja noch völlig anders zu dieser Zeit. Wie hast du dir das so beigebracht? Also ganz grundsätzlich glaube ich, es gibt wahrscheinlich wenige Unternehmen, die erfolgreich sind, wenn sie einfach kopieren, was andere schon gut machen. Oft ist es ja so, dass ein Weg einfach entsteht, indem man ihn geht. Und ich glaube eben, was bei mir schon ist, ich habe auch Freude, eben neue Dinge zu probieren, auch wenn man noch nicht weiß, wo der Weg dann hinführen wird. Und ich glaube, als Unternehmer, damit man als Unternehmer auch wirklich glücklich wird, glaube ich, braucht man so ein bisschen das Interesse am Neuen, aber auch die Bereitschaft, ein Scheitern einzugestehen und dann halt zu sagen, okay, ich habe es versucht, habe jetzt so und so viel Zeit oder Geld oder was auch immer investiert, aber jetzt funktioniert es halt nicht. Ich glaube, wenn man zu sehr so der Typ ist, der sehr sicherheitsbedürftig ist, ja, dann ist es einfach schwierig mit dem Unternehmertum. Mhm. Aber glaubst du, jeder kann Unternehmer sein oder gibt es da bestimmte Typen, die man muss zwei, drei gewisse Charaktereigenschaften oder ja, haben? Das Talent oder den Mut also, sicher? Also ja, ich glaube, mit einer guten Idee kann das wahrscheinlich schon jeder, kann Unternehmer werden. Eben die Frage ist, wird er dann glücklich und passt das für ihn auch? Und eben da glaube ich, da unterscheidet sich dann vielleicht ein bisschen, eben dass halt Unternehmer sein heißt halt eben auch ab und zu scheitern, das gehört auch dazu. Da, beim Punkt Scheitern möchte ich gerade kurz nachfassen, den Mut, das Scheitern zu haben, gerade heute in der Zeit mit Facebook, Instagram, wo immer alles Hochglanz ist und jeder ist erfolgreich, da steht man ja nicht mehr so gerne zum Scheitern. Musstest du das lernen mit dem Scheitern oder hast du immer gesagt, ja, so what, dann scheitere ich halt mal? Ja, nee, ich glaub wirklich, dass ich das schon früh auch verinnerlicht habe und ich habe einfach so die Einstellung, wenn man nie scheitert, dann hat man zu wenig probiert. Und von dem her eben, also für mich gehört das ganz logisch und normal dazu, dass Dinge eben mal schief gehen. Und das ja gerade auch im Unternehmen und je grösser Unternehmen werden, desto mehr schaut man darauf, dass möglichst alles funktioniert und nichts scheitert. Und ich bin einfach so von der Grundidee her bin ich jemand, der oft halt sagt, ja, was wollen wir da jetzt viel forschen und Studien anstellen, was denn genau der perfekte Weg ist. Vielleicht ist es manchmal viel einfacher, es einfach zu probieren und dann festzustellen, wenn es halt nicht funktioniert, dann versucht man einen anderen Weg. Manchmal ist das vielleicht billiger und schneller. Das weiß ich aber auch, dass das ist eine Einstellung, wo ich was manchmal auch für meine Mitarbeiter schwierig ist, zum da nachvollziehen. Die haben dann manchmal das Gefühl, ja, was macht er? Er hat jede Woche wieder eine neue Idee und so. Und das scheint vielleicht dann manchmal ein bisschen wirr zu sein. Aber für mich hat es halt manchmal auch ist so ein bisschen ein Prinzip, dass wenn Dinge sehr nebulös sind, wo viel Aufwand braucht, eine von Anfang an eine perfekte Lösung zu kreieren, dann bin ich halt eher so, gehe ich eher den Weg, dass man sagt, also man geht in kleinen Schritten vorwärts und probiert. Und das
da haben wir in den letzten Jahren auch viel daran gearbeitet, diese Unternehmenskultur zu etablieren und das auch besser zu beschreiben. Und ich glaube, mittlerweile ist es relativ gut gelungen, das auch in der Firma so als Prinzip zu implementieren. Du hast es gerade angesprochen, du hast gesagt, du hast viele neue Ideen, ich kenne das gut. Und ich meine, wir sind ein kleines Team, ich kann schnell mal umsetzen, aber ihr seid unterdessen über 650 Mitarbeiter, da kannst du nicht nach zwei Wochen sagen, so jetzt machen wir wieder alles anders, oder? Nee, und also das hat, glaube ich, wirklich geändert, dass es nicht mehr funktioniert, dass ich alle zwei Wochen mit ganz neuen Ideen komme und so. Aber was wirklich wichtig ist, in diesem Geschäftsumfeld, wo wir tätig sind, im Handel, da bewegt sich so viel im Moment, dass es wichtig ist, dass wir ganz viele kleine Unternehmer im Unternehmen haben, die das in ihren Bereichen eben genauso machen, damit sie möglichst schnell vorwärts kommen. Mhm. Und das ist eines meiner großen Themen, was ich wirklich versuche, auch zu bewegen im Unternehmen, dass wir nicht zum Großkonzern werden und alles perfekt ist, sondern dass wir irgendwo im Kern ein KMU bleiben und eigentlich immer noch agieren wie ein Startup. Mhm. Und halt einfach viele kleine Startups in einer großen Firma vereinigt. Und ja, das ist natürlich einfach gesagt, aber in der Praxis nicht immer ganz einfach, dann wirklich umzusetzen. Wir sind schon beim heute angekommen, wie erfolgreich ihr unterwegs seid. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Wir haben gesagt, mit 22 gegründet. Du hast studiert nebenbei. Was hast du studiert? Elektrotechnik. Elektrotechniker. Und wie ging es dann weiter mit deiner Firma? Und wann kam da so der große Schritt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich ein riesen Business aufgebaut? Ja, eigentlich gar nicht. Nee, also es war ja so, ich habe schon während der Lehrzeit in der Berufslehre als Elektromechaniker habe ich schon begonnen mit diesem Handeln und habe dann während der Studienzeit das weitergemacht. Und es war dann schon so, dass es ziemlich gewachsen ist und irgendwann musste ich so ein bisschen entscheiden, entweder ich stelle einen Mitarbeiter ein oder ich höre auf mit dem Studium, weil so alleine ging das nicht mehr. Und ich habe mich dann für die Variante entschieden, eben einen Mitarbeiter einzustellen, glücklicherweise, und das Studium zu beenden. Und das Klammer auf, das Coole ist, dieser Mitarbeiter, der arbeitet heute immer noch bei mir. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, wo ich auch stolz darauf bin. Dass das gelungen ist und dass er die ganzen Jahre da wirklich mit dabei blieb. Aber eben, ich habe, also das war, da hat man schon gemerkt, es nimmt eine Größe an, die irgendwie nicht mehr nur Hobby ist. Und trotzdem war es dann so, als ich mit dem Studium fertig war, da haben mich natürlich die Kollegen so ein bisschen belächelt, als Ingenieur da jetzt Verkäufer von Computern zu sein, das war vielleicht nicht so gerade der Traumjob, aber irgendwie war es beim Studienende so, ich hatte einfach Freude daran und es war irgendwie zwar vielleicht zu wenig, um irgendwie schon stolz darauf zu sein, aber es war trotzdem auch zu viel zum einfach aufhören. Und dann habe ich das weitergemacht, hab ein Büro gesucht und bin eigentlich direkt nach dem Studium eben nach Meganville in diesen Gewerbepark gekommen, habe da ein Büro mit 100 Quadratmetern gemietet, da wo heute noch unser Hauptsitz ist. Mhm. Und die ersten Jahre konnten wir natürlich dann den Umsatz jedes Jahr verdoppeln, war ehrlich gesagt auch nicht so schwierig, weil das war eine ganz neue Branche, die da entstand und die Wachstumsraten waren sensationell. Selbst die Konkurrenten, die es schlecht gemacht haben, sind nach 30% gewachsen. Also das war am Anfang natürlich einfach, weil es ein ganz neues Geschäft entstanden ist.
und wurde dann erst später ein bisschen härter, weil natürlich irgendwann der Markt ein bisschen zurückgegangen ist, sich konsolidiert hat, mehr und mehr Wettbewerb entstanden ist, die Margen noch tiefer geworden sind. Da wurde es dann ein bisschen härter, ja. Wie viel verdient man dann heute in diesem Business überhaupt noch Geld, wenn da die Margen so klein sind? Ja, das ist wirklich so ein Optimieren überall in den Nachkommastellen und so. Und man hat ganz, ganz viele Stellräder, wo man überall ein bisschen drehen muss. Und ja, ich sage immer, es ist ein Rappengeschäft natürlich. Also ich glaube nicht jetzt das Business, wo man einfach so schnell reich werden kann. Aber es macht Spaß. ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch als Unternehmer, glaube ich, braucht es immer auch ein bisschen Passion und Spaß an der Sache und das Geld verdienen. Also klar, man will nicht Geld verlieren, aber das Geld verdienen ist bei mir vielleicht oft eher erst an zweiter oder dritter Stelle. Und ich glaube, wenn der Spaß irgendwo im Mittelpunkt steht und man Freude hat an dem, was man tut, dann das ist auch etwas, was Flow bringt. Genau, absolut. Und ich glaube einfach, Roland, du bist eben ganz, ganz clever. Du hast, wir kennen alle Brack.ch, aber was vielleicht viele nicht wissen, du hast das größte, wenn ich das richtig gelesen habe, 55.000 Quadratmeter großen Warenlager. Das ist das modernste. Du hast da neueste Technologien, 2012 war das, glaube ich, eingesetzt. Die Post hat das viel später dann eingesetzt, die gleiche Technologie. Du hattest da schon gemerkt, hey, wir müssen da, du bist ja fast Postdienstleister, kann man sagen, auf diese moderne Lager setzen. Und auch viele andere wie Microsoft und Digitec beziehen auch aus deinem Lager. Also hast du da gemerkt, hey, da müssen wir ansetzen, nicht nur mehr bei den Produkten. Ja, also die Logistik war sicher schon früh ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Und ich sage jetzt, eigentlich haben wir da aus der Not eine Tugend entwickelt. Am Anfang stand, dass das Sortiment immer größer wurde und das Lager immer unübersichtlicher. Dann haben wir daran gearbeitet, das professionalisiert. Und das wiederum ermöglichte, das Sortiment noch weiter auszubauen und das ist dasselbe, was wir eben jetzt mit dem Neubau auch wieder weiter tun werden. Und das Coolste ist, ich musste vorhin schmunzeln, du hast mir gesagt, du hattest schon früher Spaß an Lego und das Lager, da war ja Lego drin, oder? Ja, genau, es war ein Produktionsgebäude für Lego-Bausteine. Hast du darum gesagt, das muss ich haben, das ist mein Kindheitstraum. Oder war die Lage einfach so gut? Ja, nee, es hat einfach damals gepasst. Also wir waren da wirklich... muss man schon sagen, das war damals auch ein Befreiungsschlag, weil wir wussten wirklich, wir fahren so etwa mit 100 gegen die Wand und wir brauchten ganz, ganz dringend neuen und mehr Platz, weil wir hatten da im Raum Meggenwil hatten wir etwa 3-4 verschiedene Lager und so und das funktionierte irgendwie, aber das war nicht mehr wirklich eine Option, um so weiter zu wachsen über einfach zusätzliche Lager, weil das ist für uns ja zentral und für unsere Kunden eben, dass wenn sie mehrere Produkte bestellen, dass wir das alles in einem Paket ausliefern können. Und damit wir das können, muss alles am gleichen Ort sein. Und deshalb ist für uns so wichtig, so ein grosses zentrales Lager zu haben. Vielleicht schauen wir noch kurz auf die grossen Erfolgserlebnisse. Du gehörst mit Brack.ch zu den 5 größten Online-Händler in der Schweiz, also im E-Commerce-Bereich. Da ist mit dabei Zalando, Amazon, Nespresso. Wie kommt man da so an die Spitze? Was muss man da alles richtig machen? Ja, wenn das so einfach wäre, wenn es ein Rezept gäbe, dann würden das wahrscheinlich alle probieren. Nee, ich glaube eben, dass E-Commerce oder Online-Business ist ein komplexes Geschäft. Es gibt ganz, ganz viele Prozesse, die alle irgendwie ineinander greifen und alle irgendwie funktionieren müssen. Weil am Ende vom Tag zählt ja eben, was eigentlich die Kundenzufriedenheit, was können wir dem Kunden bieten, was vielleicht andere nicht können oder was können wir besser bieten. Und,
Und das ist eben, das sind viele hundert oder tausend Einzelprozesse und Optimierungen, wo wir natürlich ja 25 Jahre lang jetzt dran gearbeitet haben, all das aufzubauen. Und ich glaube, das ist schwierig zu sagen, ja, man muss einfach das machen und dann, das ist dann das Erfolgsrezept. Kann man überhaupt heute noch einsteigen in ein solches Business, wo jetzt du tätig bist? Oder musste man da in den 90er, 2000er mit dabei sein? Ich glaube schon, dass so in der Branche, wie soll ich sagen, die Einsicht da ist, dass es immer schwieriger wird, jetzt noch neu einzusteigen. Aber es gibt immer jemanden, der das nicht weiß und dann beweist, dass es doch geht. Also, es ist ein komplexes Geschäft. Tendenziell ist es im Moment so, dass die Großen eigentlich schneller wachsen, die Kleinen, die in der Nische sind, die sind auch gut unterwegs, aber so in der Mitte ist nicht ganz einfach. Und ich glaube nicht, dass der ganze Online-Handel schon fertig gebaut ist. Da kann immer wieder Überraschungen geben, wo eben irgendjemand doch etwas neu, anders, besser macht. Und deshalb, ich glaube, da wird man in den nächsten Jahren sicher noch weitere Innovationen sehen. Du bist ja der erfolgreichste, unabhängige Online-Betreiber hier im Land. Alle anderen, die man kennt, wie Digitec oder Microsport, die wurden verkauft oder übernommen. Digitec ist, glaube ich, Migros, Microsport Coop ist da mit dabei. Gab es da für dich nie einen Moment, wo du gesagt hast, oder da kam sicher auch, bevor man vielleicht Digitec angefragt hat, auch Brack.ch ins Spiel bei der Migros, behaupte ich jetzt mal. Gab es da der Moment, wo du auch gesagt hättest, oder kam da überhaupt jemand? Ja, natürlich gibt es immer mal wieder Anfragen. Und hast aber, du nie überlegt, meine, ja komm. Aber ich habe ja gesagt, ich bin im Flow und das Schöne ist, ich kann eben behaupten, selbst nach 25 Jahren, es ist immer noch das, wo ich wirklich Freude habe, dieses Geschäft zu machen ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Was will man mehr? Das ist so. Also nie mit dem Gedanken gespielt, wenn da jetzt jemand kommt und das Geld stimmt, dann wäre ich vielleicht bereit. Ja, also man hat, wenn da jemand kommt, hat immer mal vielleicht einen schlechten Tag, wo man denkt, ach, jetzt ist alles kompliziert und. Ich habe auch nicht immer nur gute Tage, aber ich meine eben, wenn man dann rausschaut am nächsten Tag und sich überlegt, was will man eigentlich machen, dann kann ich heute immer noch mit Überzeugung sagen, ich habe jeden Tag Freude. Das ist ja toll. 25 Jahre, immer Freude, hast du gesagt. Wie hast du das geschafft, damit das nicht zur Routine wird? Wir haben das am Anfang der Sendung, hast du ja gesagt, da gibt es solche nach 2-3 Jahren, die sind ausgebrannt, die finden, das ist immer dasselbe. Aber du bist ja 25 Jahre mit dabei und immer noch im Flow. Ja, also ich glaube, dass die eine Sache ist, dass ich gelernt habe oder lernen musste oder wie auch immer man dem sagen will, eben Dinge auch zu delegieren und Verantwortung abzugeben. Ich glaube, das ist mit einem wachsenden Unternehmen ist das sehr wichtig, dass man auch loslassen kann. Und loslassen heißt ja heißt immer auch eben, dass man auch offen ist für was Neues zu probieren, für dass man eigentlich wieder Raum schafft für neue Experimente. Und ich meine, im Moment gerade eben, letztes Jahr habe ich mich eigentlich in dem Sinne zurückgezogen aufs Verwaltungsratspräsidentenmandat und habe dadurch noch weniger so operatives Tagesgeschäft und siehe da, zufällig kommt Ende Jahr die Anfrage, ob ich bei der Höhle der Löwen mitmachen würde. Und ja, das hat es dann ermöglicht, in ein ganz neues Abenteuer zu starten, wo ich ganz ehrlich gesagt, das war für mich jetzt etwas,
wahrscheinlich von dem, was ich zuletzt erwartet hätte vor 25 Jahren, dass ich irgendwann in einer Fernsehsendung mitmachen würde. Und da habe ich das Zitat, ich habe sie vorhin erzählt gefunden, ich suche nie die große Bühne und versuche so wenig wie möglich zuvor das zu stehen. Da war ich unglaublich froh, dass du heute erst einmal hier hinkommst. Und dann habe ich noch gelesen, du gehst zu Höhlen der Löwen. Auf TV24 ab dem 14. Mai geht es da los. Kann man dich also alle Woche, nehme ich an, kommt das, sehen. Mhm. Hast du so jetzt im jungen, mittleren Alter den Spaß gefunden, auch vor der Kamera zu stehen? Also ich habe mir das natürlich lange überlegt und habe wirklich da auch ein bisschen gehadert damit, weil eben, ich sage jetzt, eines meiner Erfolgsmodelle war eher eben so im Hintergrund zu sein, die Mitarbeiter machen zu lassen. Aber gleichzeitig, ehrlich gesagt, war ich ein großer Fan schon der deutschen Höhle der Löwen-Sendung. Und ja, Startups zu begleiten und zu fördern, das war immer schon mein Thema. Ich meine, ich war selber mal Startup, eben so diese KMU-DNA, die ist mir, wie ich vorher gesagt habe, sehr wichtig. Auch eben, wir sind zwar von der Größe her vielleicht ein Konzern, aber eigentlich müssen wir arbeiten wie ganz viele KMUs, die miteinander arbeiten. Und deshalb ist mir, ja, eben das Unternehmertum zu fördern, ist ein, ja, für mich auch eine Herzensangelegenheit. Und deshalb, ja, ich konnte einfach nicht Nein sagen. Kannst du etwas preisgeben? Die Sendungen kommen ja erst raus, aber die sind ja alle abgedreht. Kannst du schon etwas verraten? Hast du investiert? Ja oder nein? Also ist alles ganz geheim. was ich verraten kann, ist, dass so die Gerüchte, dass da alles vorgeplant ist und so, dass die sind alle falsch. Also okay. es war wirklich so, als wir diese Sendung gedreht haben mit den Pitches, wir hatten keine Ahnung, was kommt, wann und in welcher Reihenfolge und wer, null. Das wurde aufgebaut, wir waren... Immer lange Pausen dazwischen. Ja, wir hatten Pausen und da Interviews und in der Zeit wurde der nächste Case aufgebaut und wir kamen ins Studio rein, haben das erste Mal das gesehen. Also du hast im Vorfeld auch keine Unterlagen dazu, wo du dir schon Gedanken machen kannst? Nein. Also du musst anhand von diesem 5-Minuten-Pitch oder wie lange er auch immer geht, musst du entscheiden, jetzt investiere ich oder nicht? Ja, das ist das Einzige, was ich sage jetzt, was ein bisschen anders ist in der Sendung und in der Realität. Diese Pitches dauern im Mittel etwa 45 Minuten. Ja. Und die werden dann für die Sendung gekürzt auf die spannenden Fragen. Natürlich stellen wir noch ein paar Fragen mehr, als da gezeigt werden. Ja. Aber effektiv ist es tatsächlich so, eben, wir stellen unsere Fragen und entscheiden dann. Okay. Und eigentlich muss ich sagen, was sich jetzt so gezeigt hat in der Erfahrung, dass dieses Konzept auch wirklich gut funktioniert. Also eben, Sie haben uns gesagt, was ist so der Durchschnitt etwa und wie ist das normalerweise und hat sich gezeigt, dass es funktioniert genauso. Und ich glaube, es ist eigentlich auch gut in Unternehmen und je größer sie sind, desto mehr hat man immer die Tendenz, eben bei Entscheidungen zu diskutieren und sie damit immer hinauszuzögern. Und eigentlich glaube ich, wenn wir die Chance hätten oder gehabt hätten, da wieder zu diskutieren, dann wären wir wahrscheinlich heute noch am Diskutieren, ob wir jetzt irgendwo ein Investment machen oder nicht. Aber irgendwie, eigentlich muss man sagen, so nach eben dreiviertel Stunde Fragen stellen, kommt man irgendwann zum Punkt, wo man die relevanten Fragen gestellt hat. Und eigentlich dann auch entscheiden kann. Und
eben, hätte man die Chance, die Entscheidung hinauszuzögern, dann würde man und dann kann man und so Dinge. Das ist ja das Spannende. So als Unternehmer hat man oft so Fragen, da kann man 5 oder 10 Studien in Auftrag geben und je nachdem, was man rauskriegen will, kommt immer entweder ja oder nein, weil es halt so viele Parameter gibt, die wechseln können, dass man eigentlich alles aufzeigen kann. Und bei so einem Investment ist es ja auch so, man hat viele Gründe, die dafür sprechen, man hat viele, die dagegen sprechen und die Frage ist, wie gewichtet man das? Und eigentlich finde ich, ist es auch gut, dass die Sendung so wie diesen Druck erzeugt, man ist in diesem Pitch drin und dann muss man entscheiden. Und auch da ist so, manchmal liegt man richtig, aber man kann auch mal falsch liegen. Wie hast du da die Entscheidungen dann getroffen oder vielleicht auch in deinem Unternehmen bei Brack.ch? Wie triffst du die Entscheidungen? Du hast schon erwähnt, Studien, machst du Nutzwertanalysen für dich, was auch immer? Oder bist du da der Bauchmensch, wo sagt, ja, ziehen wir das mal durch? Also als Ingenieur bin ich natürlich schon der irgendwie rechnet und macht und Dinge hinterfragt. Aber genauso bin ich jemand, der manchmal auch aus dem Bauch raus entscheidet. Also eben, wenn es zu viele Parameter hat, wo man sagen muss, ja, also da kann man rechnen, was man will. Wenn man weiß, was rauskommen soll, kann man alles beweisen. Dann entscheide ich oft auch aus dem Bauch. Gute Entscheidungen getroffen bis jetzt aus dem Bauch? Also zumindest glaube ich, haben wir so in all den Jahren selten wirklich große Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben ganz viel falsch gemacht, aber zum Glück dann oft früh gemerkt und dann halt wieder geändert. Gab es mal so ein großes Tief oder mehrere sogar im Leben, wo du sagst, da habe ich eigentlich am meisten gelernt? Man sagt ja immer so, ja, aus den Feldern, aus den Krisen, da wächst man und lernt man. Ja, also wie gesagt, dass es Fehlentscheidungen gibt oder Dinge, die nicht funktionieren, das ist an der Tagesordnung. Ich glaube eben, in einem Unternehmen ist es wichtig, dass man möglichst früh diese Sachen erkennt, ernst nimmt und dann halt ändert. Und wenn man das macht, dann gibt es auch nicht die großen Enttäuschungen. Wir hatten in dieser Sendung schon viele große Unternehmen, also auch wie du, Christoph Bloch war schon da mit einem riesenhohen Mitarbeiteranzahl. Du bist bald bei 700. Wie führst du da deine Mitarbeiter, als du selber auch noch operativ warst? Beim Bloch war es das Antragsprinzip, das berühmte. War das bei euch auch so? In der digitalen Welt ist ja meistens immer alles etwas legerer. Ja, also wir sind sicher nicht eine Firma mit umfangreichen Reglementen und so weiter. Also wie gesagt, ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr partizipativ und eben in der Komplexität und Schnelligkeit, wie sich der Markt verändert, ist meine Überzeugung, dass man die Firma nicht top-down führen kann, sondern dass wir wirklich Verantwortung delegieren müssen, möglichst zu allen Mitarbeitern und jeden Tag möglichst viele Entscheidungen selber treffen muss, zum Wohle einfach unserer Kunden. Gut, lassen wir das mal so stehen. Vielleicht noch kurz, die Zahl muss ich einfach sagen, ihr seid wieder gewachsen im Jahr 2018 mit der Gruppe auf 725 Millionen Franken Umsatz. Also enorm, immer noch am Wachsen. Hast du manchmal auch so den Respekt, es könnte jetzt mal vielleicht wieder zurückgehen? Also bisher konnten wir das nicht, zum Glück. Natürlich gibt es Teilsegmente, Produktbereiche, die eben mal zurückgehen. Das haben wir bis jetzt immer geschafft, irgendwie zu kompensieren, eben durch andere Produktsegmente. Ich glaube,
so die nächsten paar Jahre kann man die Hoffnung haben, dass der Onlinehandel weiterhin Marktanteile gewinnt und dass da auch weiterhin Wachstum möglich ist. Für die nächsten paar Jahre glaube ich da fest daran, und was mehr als 5 Jahre ist, das schauen wir, wenn es dann soweit ist. Okay, sehr spannend. Vielleicht, du hast es also gesagt, du bist nicht mehr operativ tätig seit dem letzten Jahr. Mal schauen, wie die Zahlen weitergehen. Nein, Spaß beiseite. Du hast jetzt etwas mehr Zeit für dich. Du bist auch sportlich enorm unterwegs. Erzähl mir da noch etwas. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Im Rallye-Bereich bist du noch tätig. Auf der ganzen Welt und in ganz Europa. Ja, ich sage immer eben, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann muss man sich irgendwann ein neues Hobby suchen. Und bei mir... Darum habe ich den Flowcast gegründet, siehst du. Genau. Ja, und bei mir war es halt dann irgendwann eben das Rallye-Fahren. Für mich eine sensationelle Abwechslung draußen in der Natur. Ich bin weniger so der Stadtmensch, bin gerne in der Freizeit eben draußen in der Natur. Und das ist für mich so eine ideale Kombination aus Kopflüften. Zumindest bis vor ein paar Jahren hatte man meistens kein Internetempfang irgendwo draußen auf dem Land. Eben, also Kopflüften, Abenteuer, Adrenalin, das macht mir Spaß. Abenteuer und Adrenalin hast du nun da, wenn du am Rennen bist, aber bist du dann trotzdem am Abend im Hotelzimmer der die Mails checkt und schaut, was ist passiert, wie ist der Umsatz heute? Nee, da kann ich wirklich auch abschalten. Also, und das ist auch, was ich schätze, eben da, also bei dieser Supercarpata-Trophy in Rumänien, wo ich da teilnehme, da dauern die Etappen ja 3 bis 4 Tage. Und man hat die ganze Campingausrüstung und alles dabei und übernachtet dann auch draußen im Wald oder wo auch immer man dann gerade stehen bleibt. Mitten in einem Bachbett, haben wir auch schon erlebt. Und ja, das ist eben, das, wir nehmen es an, wie es kommt, und das ist dann gut so. Okay, cool. Vielleicht noch abschließend, wenn jetzt da jemand zuhört, der hat schon viele gute Inputs von dir erhalten, was, wenn du das nochmal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen müsstest, was muss ein Unternehmer, der heute jetzt starten will und vielleicht hast du ihn dazu jetzt motiviert, dass er etwas bewegen will, was muss er ganz am Anfang mitbringen? Auf was muss er achten? Also ich glaube, es ist beim Unternehmer sein wie beim Rallye-Fahren. Das Team ist wichtig. Beides ist, sage ich, zumindest wenn es eine gewisse Größe annimmt, dann ist auch Unternehmer sein ein Teamsport. Und ich glaube, ich glaube, man muss gerne auch man muss gerne Menschen haben, man muss gerne mit Menschen eben ein Ziel erreichen. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung. Du hast ja auch viel mit jungen Menschen in deinem Unternehmen zu tun. Also ihr bildet Menschen aus. Du machst das schon so lange. Ich finde das immer so eine spannende Frage. Du bist auch, du hast auch 2 Kinder. Hat sich die Jugend irgendwie verändert? Kannst du da etwas sehen, dass das vielleicht anders war wie noch vor? Wann hast du die ersten Jugendlichen ausgebildet? Ja, vor 15, 20 Jahren. 15, 20 Jahre. Merkst du da einen Unterschied, dass die heute anders sind, anders Mindset, vielleicht weniger Interesse, Instagram ist wichtiger als die Firma oder so, oder ist das immer noch gleich? Also, ich glaube, das war damals schon so, dass eben, wenn es gelungen ist, in jemandem das Feuer zu entfachen und das Interesse zu wecken für etwas, dann konnte man unglaubliche Dinge erreichen. Und ich glaube, das ist heute immer noch dasselbe. Also wir haben ganz tolle, engagierte und motivierte Lehrlinge.
Aber ja, es natürlich ist nicht jeder Mensch gleich und natürlich hat man auch mal einen schlechteren Tag. Oder es gibt Leute, die sich vielleicht weniger wohlfühlen. Manchmal ist jemand vielleicht einfach nicht am richtigen Ort. Das gibt es auch. Und zum Glück haben wir heute eine Größe in der Firma mit verschiedenen Abteilungen, wo, wenn es irgendwo nicht passt, hat man auch die Chance, mal die Abteilung zu wechseln. Und vielleicht kommt dann da die Motivation wieder mehr. Und wie entfachst du das Feuer in den jungen Menschen? Heute muss man ja Billard stellen, aber mit dem alleine ist es noch nicht getan. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ich gehe ja mit neuen Mitarbeitern auch immer noch Mittagessen, so zum Kennenlernen. So ein Ritual, das wir eingeführt haben. Auch mit den ganz jungen Lehrlingen sogar? Okay, ja, cool. So zum Kennenlernen und es ist immer spannend zu hören, eben, was die neuen Mitarbeiter erzählen, wie sie das erlebt haben, die Einarbeitung und so weiter. Und da höre ich zum Glück oft eben Begeisterung bei den Leuten, dass sie sagen, ja, die Firma ist irgendwie anders, wir seien wie eine große Familie und so. Und das macht mir Freude. Aber es ist tatsächlich noch schwierig herauszufinden, woran liegt das genau. Ich glaube, es hat schon sehr stark mit der Unternehmenskultur zu tun. Aber das ist ja... Die kann ich ja nicht alleine bestimmen, sondern das sind ja alle Mitarbeiter, die das eigentlich mitleben müssen. Und ja, das ist, glaube ich, schon irgendwie gelungen, dass wir eine besondere Unternehmenskultur haben. Und da habe ich Freude dran, ja, dass es uns gelingt, irgendwie Leute wirklich zu begeistern, auch im Unternehmen zu arbeiten. Ich hoffe, das bleibt noch viele Jahre so. Roland, abschließend, willst du noch irgendwas den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Eine Schlussbotschaft? Nee, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele spannende Themen diskutiert. Sehr gut. Was muss man machen, wenn man mit dir in Kontakt treten will, weil jemand vielleicht Höhlen der Löwen verpasst hat und findet, hey, ich brauche auch noch etwas Geld? Bist du irgendwo auf Social Media oder wie findet man dich im Netz? Ja, ich bin auf LinkedIn natürlich zu finden und ja, auf allen sozialen Netzwerken. Aber... Also wichtig zu verstehen ist... Keine Bettelbriefe schreiben. bei der Höhle der Löwen, da muss man sich beim Sender bewerben, nicht bei den Löwen direkt, weil wir dürfen ja eben nicht wissen, wer kommt. Also da lieber mir nicht schreiben. Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich habe wirklich großen Respekt auch vor dieser Aufgabe, diese Startups, die wir da jetzt haben, zu begleiten und so weiter. Und das fordert mich im Moment enorm. Und deshalb, ich glaube, Kapazität für weitere Engagements im Moment, das ist eher schwierig. Okay, gut, besten Dank. Roland, die letzte Frage in dieser Sendung ist immer, du warst schon bei Level 11 im Flow. Ich frage dich jetzt nochmal, ich hoffe, es ist jetzt nicht tiefer, ich habe etwas Respekt. Wie fest ist jetzt dein Flow-Level? Nee, deine Fragen waren sehr inspirierend, also ich würde sagen, jetzt bin ich bei 12 angekommen. Hey, Roland, super, das freut mich. Alles Gute weiterhin und bleib so toll unterwegs und ganz viel Erfolg mit deinen Firmen und auch den neuen Startups und Investments, die du da getätigt hast. Vielen Dank. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.